Willkommen zu Sims 4 YouTuber WG. Ich habe heute meine allererste WG gegründet, zusammen mit Maxify und Furtis. Wenn wir weitere YouTuber in unsere WG einziehen lassen sollen, dann schreib uns diese gerne in die Kommentare. Nein, 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 Fofo nicht! Fofo! Außerdem kannst du gerne Vorschläge machen, wie die Story weitergehen soll, beziehungsweise Challenges und Aufgaben geben. Ich krieg Sinn. Okay, wir müssen nämlich dein Schiff, weil wir keinen Bart haben. Das muss jetzt bei dir rein. Oder vielleicht habt ihr ja sogar Lust, dass einer von diesen YouTubern zusammenkommt, sich prügelt oder sonstige Dinge macht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei diesem mehr als verrückten Video. Willkommen zur Sims YouTuber WG. Maxi, ja. Fofo und ich gründen heute eine WG. Freut ihr euch? Ja, WG, ja. Uhu. Yeah. Endlich zusammenleben. Oh, mit Fofo, yay. Yeah. Sehr gut. Und deswegen werde ich nämlich euch beide und mich jetzt erstellen. Und da ich keine Lust habe, dass ihr euch selber erstellt, mache ich das heute für euch. Okay, aber welche Stimme habe ich denn? 1:1. So, ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal ernsthaft, oder? Ich habe mich letztes Mal nämlich voll hässlich gemacht. Okay, ich mache mich jetzt mal richtig. Ein paar Sekunden später. Passt, sieht halt viel besser aus als ich, aber egal. so kann das gerne immer laufen. Aber warte, ich muss erstmal meinen Buddy hier voll richtig bescheißen. So. So, Leute. Aha. So sieht das nämlich also aus. Das ist also deine Business-Kleidung. Ja. so, gemacht. Leute. Das sieht mir auch. Perfekt. Ich muss sagen, das sieht mir echt ähnlich, oder? So. Das ist perfekt. Junge, was ist das? So, jetzt kommt noch jemand von euch dazu. Fofo. Jetzt musst du dich halt echt beschreiben, Fofo. Ich habe dich noch nie gesehen. Passt es so? Also wir wollen jetzt schon, ich will jetzt schon dich erstellen. Also jetzt hier keine Traumvorstellung bitte jetzt. Und die Ohren? Die Ohren? Dumbo. Ich kenn schwören, Fufu sah so aus auf den Bildern. Ja, ne? So, Fufu, deine Haare. Du bist Traumhaare. Nur in lila. Ja. So, jetzt Pech gehabt. Das lassen wir jetzt so. Perfekt. So. Perfekt. Okay. Du heißt auf jeden Fall Fufu. Und Nachname ist ja eigentlich klar. Rainbow. Perfekt, dann kommt der Maxi. So, das ist Maxi. Ja. So, du brauchst doch eine hohe Stimme. Hier. So spitz ist meine... Ach, egal, lass einfach. Ich hab eine kleine Nase. Nein, so kleine Nase. Sieht aus wie so ein... So. Ich das ist ein Drache, by the way. Das akzeptiere ich nicht. Oh ja, das passt doch perfekt. Nein. Stimmt. Da. Da, das ist doch das perfekte Maxi-Outfit. Oh no. Doch, oder? Das ist doch gut. Rainbow Toasties. Ja, was für ein Team. Oh Gott. Alle sehen so voll komisch aus. Ich sehe am meisten aus. Schau mich mal an. So, ich bounce jetzt kurz eine geile Bude. Ich sehe aus wie ein Nerd. Ich sehe voll natürlich aus. So, geil. Licht. Dann würde ich sagen, ja, kommt, rich mir mal kurz Maxi Seins ein und das Show. Aber wir haben ja ein Problem, Leute. Wir haben ja noch kein Klo. Das heißt... Kann ich jetzt mal mein Zimmer haben? Bitte das zweite von links oben. Nein, 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 das ist langweilig. Das links oben, das zweite, bitte. Ja, das blaue. Bitte, und eine Dusche das noch. Das ist aber ein Katzenstreu. Eine Badewanne. Ja, das will ich haben, bitte als Klo. Okay. Ja. Aber da kannst du gar nicht kacken, das ist für Kinder. Ich krieg's hin. Okay, wir müssen nämlich dein Schiff... Weil wir keinen Bart haben. Das muss jetzt bei dir rein. Mann, warum war nicht im Keller? Fufu einfach. Das muss bei dir rein. Der Fufu kriegt hier so eine Knastdusche. Von beiden Seiten kommen so Türen. Yo, Mann, ich bin nicht unangenehm. Bei mir kommt die Dusche rein. Oh, sieht eigentlich schon cool aus, muss ich sagen, unsere Bude. So, Fufu, ich bin wir bekommen. Haben noch ein bisschen was. Genau, unter die Treppe mit dem Bett. Oha, er kriegt voll die heftigen Sachen, Gnu. Das stimmt doch gar nicht. Der ist ja auch im Keller, der arme Racker. Ach, guck mal, ihr verstragt euch gleich. Guck mal, wie süß. Was ist denn das? Oh.
Wie romantisch das ist, oder? Guck mal, Maxi und Fufu, ihr flirtet direkt. Ihr lässt dann schon über genug. Wie ihr mich ausgrenzt, ne? Seht ihr das? Der Maxi ist ganz ruhig. Über Liebesziele reden. Komm, Fufu, versuch mal. Fall, versuch mal, ob du Maxi Fall küssen kannst. Geht es schon? Das ist mir egal. Zuspruch geben. Hier, flirte miteinander. Liebe euch. Das ist ein Hüftstoß gewesen. Alter, wie schnell das alles vorwärts geht. Ich geh schlafen? Ja, du gehst. Oh, du gehst sogar in ein richtiges Zimmer! Als hättest du es gewusst! What the fuck? Hey. Wie geil! Das gibt's doch nicht, oder? Und ich? Ich geh auch in mein richtiges Bett! What the fuck? Woher wissen die denn das? Der Fufu, der weigert sich, oder? Ja, der Fufu, der chattet doch mit seiner heimlichen Love Story hier, siehst du? Alter, was steht da auf dem Handy? Ja, das ist typisch Fufu. Hä, was macht er denn? Der lernt sogar freiwillig für sich. Schaut mal. Ach, ich glaube, das Bett, das passt dir gar nicht. Du kannst da nur sitzen. Fufu wird sterben! Fufu wird sterben! Kann ich bei dir schlafen, Gnu? Nein, 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 Fufu nicht! Tobi, Maxi fühlt es vor, schau, er schaut so richtig angestrengt. Jetzt, ich hoffe, deine Träume sind richtig schön. Oh, geil. Ich will mal wissen, was Fofo mal machen, wenn er jetzt kein Bett hat. Nee, mein Traum ist richtig scheiße. No? Oh, das ist nicht dein Ernst. Na, kann ich dich einmal in Ruhe schlafen? Ich rede sogar mit dir. Ich glaube, Fofo schläft jetzt in deinem Bett, oder? Was? Nein! Er hat selber reingelegt. Ich schlafe wie Fofo, Alter. Müssen wir mal ausprobieren. Guck mal, wie spitze, wie fit. Warum machst du Liegestütze? Keine Ahnung. Das ist random. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Guck, du kannst jetzt Maxi von Herzen ein Kompliment machen. Schau mal. Oh, guck mal. Hey, das ist ja mein anderes Sims. Ich habe mich nämlich nochmal erstellt. What the fuck ist mit dem Lächeln? Hättest du das wirklich? Ja. Hello. Doch, ich habe mir nebenan nochmal ein Haus gemacht. Nachbar reinbitten, komm, wir brauchen 2 Gnus. Es kann nie genug Gnus geben. Und was sagt der Maxi-Fall dazu? Oh, der Maxi hat gar keinen Bock. Zu euch. Oh, der Maxi hat gar keinen Bock drauf. Kann Maxi vielleicht dir eine unangemessene Frage stellen? Geh einfach duschen und dreht nicht. Ach, die macht es nicht, weil ihr drin seid. Es müssen alle raus. Maxi, Fufu. Schau her, Maxi, ich komme sogar auf dich zu, ja? Hey, hey, was guckst du denn da? Bin voll der Voyeur, Alter. Oh, geil. Ja, Fufu ist halt nicht so romantisch. Gestehen ja, sich angezogen zu fühlen. Ich muss alleine sein, dachte ich. Oh, shit, Maxi. Du hast gesagt, dass du ihn geil findest, deshalb findet es gar nicht toll. Naja, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie diese Geschichte weitergeht und wenn ihr, werden Maxi und ich zusammenkommen? Kinder bekommen, wir werden Gnu mit selbst zusammenkommen? Genau, das seht ihr in der nächsten Folge. Und wenn ihr wollt, dass nächstes Mal Maxi und Fufu sich selber steuern oder ihr wollt, dass ich es übernehme, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt gerne in die Kommentare, wer noch in unsere WG einziehen soll. Gibt ja noch viele YouTuber und vor allem, wie das Ganze ausgehen wird, seht ihr in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vielen Dank an Fufu und Maxi, alles unten in der Beschreibung. Yeah. Und ihr könnt auch uns gerne schreiben, was ihr vielleicht uns als Ziel gebt und als Aufgabe oder als Challenge. Wir sind gespannt. Und dann sage ich wieder Danke. Und dann mit E. Waschi! Waschi! Ja! Ja.